Tja, hallo Leute. In Seenot, in Gummiboot, sagt das so nicht Motorboot. Ich habe jetzt gerade extra für euch eine Badehose angezogen. Jetzt werde ich mich mal in mein Gummiboot legen. So, hallo. Wird alles ein bisschen wackelig sein. Ich werde ein bisschen länger machen. Ein bisschen nach unten rutschen. Und dann die Beine ins Wasser. Das ist wunderschön. So. Ich bin gerade angekommen. Aus Seenotrettungsgründen übers Mittelmeer. In meinem Gummiboot. Gummiboot habe ich mich nach Europa begeben. Als typisches Schwarzboot, Weißboot, egal. Und wollte eigentlich mal sagen, kann man sehen, Asyl. Das heißt ja, wenn ich von irgendwo herkomme und sage Asyl an den Grenzen Deutschlands oder Europas, kriege ich hier eine Rundumversorgung, ein Haus, ein Auto, 8 Frauen, wo ich nur die Vorhaut abschneiden. Das nur der Scherz nebenbei. Ich hole mich ein bisschen näher ran. Also das Boot ist nicht am Kentern. Wackelt alles ein bisschen. Ich befinde mich im Augenblick. Planschendes Bäschen mäßig. Hört das? Es ist halb voll Wasser, das Boot. Ja. Also ich wäre beinahe untergegangen, aber ich habe es geschafft. Mit dem Wasser, aus dem guten Wasser aus dem Mittelmeer. Hier anzukommen. Also ich habe jetzt an alle solche, an Wüdel gebaren, eine Anfrage gestellt. Ich hab mir extra eine Badehose angezogen, damit ich hier nicht unter den Pornoparagrafen komme. Befinde mich, wie ihr vielleicht schon mal Videos kennt, auf meinem Hof, außerhalb der genetischen Struktur Deutschlands, in einem Niemandsland. Es hat gerade sehr stark geregnet, könnte auch wieder Regen kommen. Eigentlich wollte ich so eine Wolke, die hat so blau, grün, rötlich geschimmert, wollte ich aufnehmen, aber das habe ich jetzt vergessen. Ich wandere mal ein bisschen so um mich rum, kleines bisschen, ist aber nicht so notwendig. Ich habe jetzt vor 2 Tagen eine kleine Pyramide aufgebaut, hier, was ich vorhatte. 3 Meter hoch. Bin ein bisschen sehr weit weg, ne? Vielleicht ein bisschen weiter von oben. So liegt man, sie liegt sich als Asylant gut im deutschen Wasser. Hoffe, es geht es allen gut. Wir hatten gestern den 27. Juli, das heißt, wir hatten, summa summarum, hatten wir den letzten Mond, Vollmond, Blutmond, den man in Deutschland sehen kann für 100 Jahre. Also freue ich heute, dass von 100 Jahren den ersten Tag bis endlich so Vollmond kommt, in der Art. Das ist eben eigentlich das Video. Ich muss mal gucken, wie lange läuft denn das? Das läuft gerade erst 4 Minuten. Aber ich pack's mal. Wird doch wahrscheinlich wieder sehr viel negative Schriften, negative Daumen runter haben. Aber das ist mir eigentlich völlig piepschnurzegal. Jetzt mal liegenderweise. Ach, es ist schön angenehm kühl. Jetzt kommt mein Hund da angedackelt. Und? Seht ihr ihn? Da. Der geht ja auch mal rein, baden zwischendurch. Ne, Hund? Jetzt ist er weg. Ich packe mich mal wieder weiter runter. So, damit ich halt besser sehen kann. Der ist ein bisschen weiter weg. Also auf Distanz, ne? Asyl heißt ja auch Distanz. Lasst mich in Ruhe. Schickt mir eure Frauen, ich werde sie messern und beklicken. Und danach ins Jenseits befördern. Oder wie habe ich das? Ja, ich gucke ja zwischendurch die Nachrichten. Und bin ja ganz entsetzt und eigentlich gar nicht entsetzt, mir ist das völlig egal. Wenn das Volk
mit sich machen lässt. Wenn es die Regierung wählt, die es hat, dann ist es doch selber schuld. Oder sehe ich das falsch? Ich will aber nicht politisch sein. Stopp. Keine Politik hier. Nein, nicht in meinem Gummiboot. In Seenot. Sagst du nicht Motorboot. Das ist ein altes Lied von... Ich habe die Singles, glaube ich, noch irgendwo rumliegen. Ich habe ja lange von mir nichts mehr hören lassen. Weil ich eigentlich nicht einen Sinn mehr drin gesehen habe, irgendwas zu machen, irgendwas zu zeigen. Aber das Gummiboot fand ich so gigantisch als Kulisse. Ich hole mich mal wieder, ich hole euch mal wieder ein bisschen näher ran. Also es wackelt alles ein bisschen. Hier oben habe ich ein Nest von Schweinen. Ich habe so 5 oder 6 Schweinpärchen. Oh, sind sie denn aber? Das sah so leer aus, als wenn sie es nicht mehr füttern. Da guckt ihr mal 1 oder 2 raus. Na, egal. Ein bisschen näher ran, damit ich auch den Ausknopf finde. Hoffe euch, es geht einigermaßen gut. Ich bin immer noch Gäsebrot, also kaum gebräunt, am Kopf schon. Bin hier in so einer Ecke auf meinem Innenhof. Ist eine schöne Ecke. Da kommt die Sonne nicht mal runter. Jetzt sind wir schon bei 6 Minuten. Aber ich steige jetzt nicht mehr aus. Stellt euch eher aus. Ich hoffe, man hat mich gut verstanden. Ich werde es mir nachher nochmal angucken. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt rausbringe, ob ich das jetzt ins Internet setze. Aber eigentlich ist das ja für mich selbst gedacht. Also ich muss ja erstmal meinen Asylantrag beweisen. Das habe ich hiermit. Asyl? Ja? Also ich verlange jetzt rundum Versorgung. Und ich möchte auch Geld ins Ausland transferieren. Ich weiß zwar nicht wohin, aber es gibt bestimmt immer irgendwelche Freunde, die Geld brauchen. Bauchi zum Beispiel braucht garantiert Geld auf Mallorca. Und naja, das gibt ja viele Leute, die Geld brauchen. Ne? Also die ganze Welt braucht ja das deutsche Geld. Das ist ja das beste Geld, was es gibt. Wir bezahlen ja weltweit. Ich will nicht Stopp Politik. Der Sommer ist ja schön. Sehr, sehr heiß in letzter Zeit. Ich musste mich jetzt hier anmelden auf meinem Grundstück als Zweitwohnsitz. Habe jetzt endlich mal die Rolle an, also die Fensterläden, die waren immer zu zur Straße hin. Die habe ich jetzt erstmal wieder aufgemacht, ein bisschen angefangen zu restaurieren, so dass ich auch mehr Tageslicht da reinkriege in die untere Etage. Das war immer so ein bisschen illegal, scheißegal. Ich wandere mal ein bisschen hier so rum. So, das ist der Innenhof, Teil des Innenhofes. Und das hier ist die Ecke, nochmal, muss ich auch nochmal zeigen. Die Ecke, in der ich sitze gerade. Und das ist nochmal das Gummiboot von oben. Ich hüpfe nochmal ein bisschen, ja, das ist schön, das Gummiboot. Ah, wenn da Wasser drin ist, ist das wunderschön. Habe ich schon seit vielen Jahren. Aber den Gag muss ich doch mal bringen. Den ganzen dummen Hatern einfach mal sagen, ich sitze hier in Wässerchen. Warte, aber es platscht gleich. Hört das? Also es ist nicht so ganz wenig Wasser, was hier plätschert. Ist schon angenehm. Für einen Kreislauf im Sommer ganz schön. Also ich mache nicht länger als 10 Minuten. Also ich bitte mindestens 25 Daumen runter. Das kann ja nicht sein, dass ein Außerirdischer wie ich, immer, ich schiebe euch noch ein bisschen rein hier, rein. So ist natürlich noch schöner. So kann ich euch gleich fressen. Ah. Ja, wir haben gerade 70 Minuten. Ich habe eigentlich gar nichts gesagt. Ne? Ich habe nur meinen Asylantrag gestellt. Das ist jetzt auch offiziell. Ich denke, es haben genug mitbekommen. Also ich beantrage Asyl in Deutschland und möchte gerne all das, was die auch haben, auch haben. Jeden Tag 3 Mahlzeiten und Taschengeld und GZ kostenlos und Internet kostenlos und hast du nicht gesehen. Und Frauen kostenlos, so viele wie ich haben will. Und ich darf da endlich ein paar Deutsche abstechen. Ja! Oder nein? Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich denke, ihr habt mich wahrgenommen.
wenn ihr euch verirrt habt, auf meinen Kanal. Tschüss.